Hallo zusammen und guten Morgen. Es ist gerade mal 20 nach 8 und unser Postbote war schon da und hat die Glossy Box mitgebracht. Die machen wir jetzt mal ganz flott auf. Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Okay, da ist das neue Glossy Magazin. Das wurde ja immer schon per E-Mail angekündigt. Ja, das werde ich einmal durchblättern. Aber meistens landet sowas bei mir dann einmal wirklich durchblättern und dann ab an die Kai. So, schauen wir mal. Bröselt aber. Ach, Werbung für die Petitbox. Die müsste ja auch demnächst kommen. 10 Euro Rabatt. Und das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Jetzt habe ich sie abonniert. Ein Zalando-Gutschein, 5 Euro. Da habe ich witzigerweise noch nie bestellt. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so, dass ich gar nicht gucke, was die alles haben. Ich glaube ja, die haben so ziemlich alles, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich wieder dumm und dösig kaufen. So. Okay. Als erstes ein Shampoo. Hatten wir. Also entweder hatten wir genau das gleiche schon mal drin, oder ist das das, wo. Nee, das Pfefferminz, das war jemand anders. Ne, aber ich habe, das habe ich bei mir unten im Schrank stehen. Müsste ich jetzt gleich nochmal gucken. So auswendig weiß ich das nicht, aber es kommt mir sehr bekannt vor. Mal schnüffeln. Ja, riecht angenehm. Das wird wahrscheinlich die Aloe Vera sein, die man da schnüffelt. Das sind immer schöne Reisegrößen. Problem ist bloß, aktuell verreise ich nicht wirklich. Okay. Ich hoffe, das zählt nicht als Artikel hier drin. Ein Pröbchen für ein Make-up. Hoffentlich in einer hellen Farbe, weil die meisten sind immer so dunkel und da kann ich immer nicht wirklich was mit anfangen. Doch Light. Wie gut, wenn man lesen kann, ne? Mal gucken, was das kostet. Wie heißt das? Corris. Also 250 Milliliter wären 10,80 Euro. Was habe ich jetzt gesagt? 50. Das ist also ein Fünftel davon, also 2,50, ne? Oh Gott, kann ich. Ich kann. Nee, 2 Euro. Hey! Das streichen wir jetzt hier raus. Ich kann nicht rechnen. Ja. Kommt da noch was dazu? Oh. Eine ganz kleine Powerful Strength Line Reducing Konzentrat. Das ist zwar sehr winzig, freue ich mich aber trotzdem drüber zum Austesten. 50 Milliliter, 55 Euro. Na gut, das sind jetzt wirklich nur 5 Milliliter. Das ist echt nur zum Austesten. Ist das für die Augen oder allgemein fürs Gesicht? Fältchen und Krähenfüße. Also denke ich mal, kann man das auch für die Augen auf jeden Fall benutzen. Das finde ich gut. Dann haben wir, oh, ach wie süß, ein Pinsel. Ist auch eigentlich schön weich. Das finde ich mal nett. Pinsel kann man nie zu viel haben. Wo lege ich den hin? Am besten, ich nehme das mal weg. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben, ne? Könnt ihr das sehen? So. Weiter geht's. Da haben wir Big Sexy Hair. Das ist ein Haarspray. Ich benutze jetzt selber also fast kein Haarspray.
Von daher lohnt sich immer gar nicht für mich, so eine Riesendose zu kaufen. Und daher finde ich das eigentlich ganz schön, so ein kleines Haarspray. Das probiere ich gerne mal aus. Costa Quanta. 16,95 für 300 Milliliter. 50. Ihr rechnet am besten immer selber aus, sonst blamier ich mich hier bloß. Dann haben wir, oh nein, das ist ja richtig eine Menge diesmal drin. Ein Duschgel von Yes to Carrots. Riecht das jetzt nach Karotten? Nee. Also meine Karotten riechen anders. Das riecht, eigentlich riecht das sogar ganz lecker. 99% ein natürliches Produkt. Also, ich finde, das riecht wirklich gut. Und nicht nach Karotten. Also zumindest noch nicht. Es sei denn, wenn man sich nachher damit abbraust, dass es dann nach Karotten riecht. 100 Milliliter. Kosten. Kosten. 500 Milliliter. 9,99 €. Okay. Also das sind jetzt 2 Euro, ne? Und last but not least, Barbour System Gold, eine Augencreme. Das sieht nach einem Originalprodukt aus. 15 Milliliter. 36 Euro. Reduziert Augenschatten. Das ist doch mal schön. Weil davon habe ich genug von Augenschatten. Also darüber freue ich mich. Legen wir das mal so hin. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Box. Die kostet ja nur auch 15 Euro statt 10. Von daher darf da gerne mal sowas drin sein, finde ich. Ich habe gehört, ich habe noch nicht geguckt, aber ich habe natürlich bei Facebook, wenn man so die Kommentare liest, weiß ich, es gibt wohl eine Lidschattenpalette. Also irgendeine Palette soll es geben. Und dass alle geschrieben haben, sie hätten gern die Palette. Nun gut, ich habe die offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, was sonst noch im Angebot gewesen wäre. Aber so muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Auswahl. Würde mich mal interessieren, was ihr in eurer Box habt. Könnt ihr mir gerne schreiben oder vielleicht eine Videoantwort posten. Und dann schaue ich mal, was meine Mutter in ihrer Box hat. Vielleicht haben wir ja Glück und die kommt heute auch noch. Letztes Mal war die fast ähnlich wie meine. Ich glaube, da waren ein, zwei Sachen anders, aber nicht wirklich besser. Vielleicht hat sie ja die Palette. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Weil meine Mutter schminkt sich die Augen so gut wie gar nicht. Das heißt, ich würde die kriegen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.